Und damit ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem brandneuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, bevor ich es vergesse. Es sind gestern Abend einige Videos gekommen. Es gab eine Mod-Vorstellung, es gab wieder eine News zu dem Patch 1.4 und davor, den Tag, sind auch noch ein paar Videos released worden. Das könnt ihr euch sehr, sehr gerne bei uns auf dem Kanal anschauen. Ich würde mich freuen. Discord-Server ist Link in der Videobeschreibung, Instagram natürlich auch. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir schauen uns heute zwei Maps an. Die zweite Map-Vorstellung kommt dann in den nächsten paar Minuten wahrscheinlich. Wir schauen uns als erstes die Force-Map von beiden Maps an und ich habe sie mir schon mal angeguckt und Leute, ihr könnt euch richtig freuen. So sieht das Vorschaubild aus, wir aktivieren alle Mods und wir sehen uns gleich in der Map wieder. So, Map ist fertig geladen und wir joinen einmal. Wo man joint, das Bild sieht erstmal schon mal affenscharf mega geil aus und wir drehen uns, wir sehen wirklich nur Wald hier, unsere kleine Forsthütte, nur Wald, 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 Wald. Wir öffnen als erstes mal die gekauften Gerätschaften. Und das ist ein ganzer Pickup. Die anderen zwei Gerätschaften, die ich euch gleich zeigen werde, sind somit gemietet. Bingo Ingo kann man auch so zeigen. Ja, ich bin noch systematisch nicht, hab noch nicht herausgefunden, wie ich euch am besten die Map zeige. Meine Haare sind wieder broken, weil ich gerade im Duschen war, Kappi. Ja, ich würde mal sagen, wir fahren eine Runde mit dem Auto und schauen mal, wo die Straße hinführt. So, Motor einmal gestartet und dann geht es auch runter dem Weg hier. Ja, am Anfang bin ich hier einfach mal lang gefahren und ihr müsst euch einfach mal geben, wie das einfach aussieht. Also man ist wirklich auf diese Map mitten im Wald. Es ist nicht so, dass man freie Flächen hat und irgendwo durchgucken kann. Es ist wirklich sehr, sehr eben oder sehr, sehr, ja, sehr, sehr Wald. Sehr, sehr, sehr viel Wald. Es gibt ja schon einige Mod-Wälder oder Mod-Map-Wälder oder Forst-Maps. Aber die Map hat mich echt überrascht, echt überzeugt. So, so viel Waldgebiet, wie es hier gibt, oder Forstgebiet. Hier habt ihr echt lange zum Abforsten, was halt wieder leider schade ist. Ich denke mal, wenn man hier eine freie oder eine große Fläche hat, wie wir es schon mal ausgetestet haben auf einer anderen Mod, auf einer anderen Forstmap, dass wenn man das ganze Holz abholzt, kann man mit dem Terraforming-Tool trotzdem es nicht komplett gerade machen. Weil halt das immer noch ein bisschen so rumbackt. Man weiß es nicht, vielleicht geht es ja mit Patch 1.4 wieder. Ich habe keine Ahnung. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Hier wurde das Wasser so ein bisschen weiter reingezogen. Sehr, sehr schön fährt man also sozusagen durch so eine kleine Pfütze. Ich finde auch allgemein das sehr, sehr gut, wie das mit dem Gras hier umgesetzt worden ist, dass das so im Wasser steht. Ist auch sehr, sehr schön gemacht. Ja, jetzt ist der Motor wieder aus. Jetzt muss der Motor erstmal wieder angehen. Und jetzt, wir können ja mal die Karte ganz groß machen, landen wir hier vorne beim Shop. Und beim Sägewerk, ja, die einzigste, wichtigste Stelle eigentlich. Und ihr seht halt auf der ganzen Karte auch vereinzelte Punkte. Insgesamt gibt es hier, 15 Punkte, also 15 Stellen, wo man anfangen kann mit der Forstwirtschaft. Ich würde mal sagen, wir fahren mal einfach hier ein Stückchen vorbei. Hier haben wir eine schöne Tankstelle, mitten im Wald. Ist eigentlich auch voll, voll geil. Ja, Sägewerk brauchen wir nicht zeigen. Das kennt man ja, so ein Sägewerk. Das ist ja jetzt nichts neu erfundenes im LS. Genau. So, wir fahren jetzt hier über diese Brücke einmal. Ist auch eine sehr, sehr breit gezogene Brücke. Also sehr, sehr viel Platz. Große Maschinen kommen hier definitiv lang. Fahren wir einmal hier hoch. Aber hier ist wirklich eine reine, reine Force-Map. Hätte ich niemals gedacht, dass eine Map kommt, wo der Wald so dicht ist. Ich kann es euch dann mal von so einem Berg aus zeigen, wenn man ins Tal runterschaut, wie krass das eigentlich aussieht. Das ist schon echt heftig gewesen, mein lieber Scholli. Oha. Was ist denn hier? Lul, das ist Wasser. Alter. Ist ja mal übelst die krasse Textur. Übelst die krasse Textur. Also mein lieber Scholli, das ist... Ich will vor allem nicht wissen, was das für Arbeit war, diese ganzen Bäume zu platzieren. Immer Copy and Paste, Copy, Paste, Copy, Paste. Das muss ja sowas von anstrengend gewesen sein. Verrückt einfach nur. Aber mein lieber Scholli, also hier könnt ihr sozusagen tote Bäume ernten. Vor allem, ich sehe gerade, wie wir in eine Sackgasse fahren. Ich versuche mal meinen Spaß von 1 auf 7 zu kommen und zu schauen, ob das überhaupt technisch möglich ist. Ah, ja, das geht, das geht. Jetzt müssen wir halt irgendwie hier hochkommen.
Und wie, ja. Ah. So, sieht das gut aus. Ihr seht, es ist halt, es ist wirklich so verzweigt hier. Wirklich tiefst, richtiger tiefer Dschungel, könnte man schon fast sagen. Boah, das Auto zieht aber auch gut. Wir fahren irgendwo hier an der Kante, an der Schlucht. Jetzt geht es wieder nach unten. Wir wollen dann nach oben. Ich finde die Grastextur auch echt klasse, ne? Was der Modder hier verwendet hat. Ich möchte eigentlich jetzt da runter. So, jetzt möchte ich nach links. Nach oben. So, hier müsste jetzt gleich der Punkt 7 sein. Na, noch ein Stück, noch ein Stück. Uiuiuiui. Ja, da ist der Baum im Weg. Toll. Wirklich große Klasse. Jetzt wieder nach links und jetzt geradeaus. Hier ist er. Nicht? Nee. Meine Güte. Aber hier ist er. Haha. Das wäre jetzt Punkt 7. Also es ist halt wirklich jeder Platz so aufgebaut. Und es ist wirklich unendlich viel Platz. Zum Forsten. Ja, Forsten können wir das ja nennen. ich wollte euch das einmal zeigen, indem wir das von oben mal uns anschauen. Das sieht schon echt heftig aus, ne? Das sieht schon echt heftig aus. So viele Bäume aufeinander geklatscht. Wirklich verrückt. Also wie gesagt, es ist glaube ich die erste Map, wo das wirklich richtig dicht bepflanzt ist. Weil vorher war das noch nie so gemacht. Auch sehr, sehr, also ist ja 90% alles nur Gebirge. Was ich gefeiert hätte, das wäre, man könnte eigentlich so ein Skigebiet hier einbauen bei so einen Sachen. So eine Wintermap mit so einem Skigebiet, das wäre natürlich auch voll geil. Gut, im Sommer bringt das, ist jetzt auch voll komisch, so eine Skimap, aber das ist wirklich eine absolut krasse Map hier. Also der hat genau die richtigen Texturen und so verwendet. Einfach insgesamt. Also aus Gag müsste man halt einfach die Karte spielen, um zu schauen, wie viel man hier abforsten kann oder wie weit man kommen würde oder so. Ihr könnt mir ja sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr eigentlich von so einer Map haltet, von so einem Style. Sonst immer die gleiche Brücke verwendet. Ja, Wasserfluss geht ja durch, das seht ihr ja. Und insgesamt ist es ja dann auch immer wieder das Gleiche, was es widerspiegelt. Die einzige Sache ist halt, ihr könnt halt selbst mal die Karte ausprobieren, austesten. Falls ihr irgendwas Spektakuläres, Spannendes oder so gefunden habt noch, das natürlich in die Kommentare schreiben, wäre sehr, sehr cool. Dann wäre es das von meiner Seite aus erstmal auch schon gewesen. Ich würde euch einen wunderschönen Tag wünschen. Schaut euch sehr, sehr gerne die nächste kommende Modmap-Vorstellung an, weil es gab ja noch eine andere Modmap. Dann, ja, haut da rein. Bis dann. Tschüss.